Ich habe euch ja schon in einem anderen Video gezeigt, wie man sein iPhone personalisiert und optimiert. Heute schauen wir uns das Ganze mal für Android an und da sind die Möglichkeiten wirklich grenzenlos. Und damit herzlich willkommen bei Turn On. Mein Name ist Vera und ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen zu Schöner Scrollen mit Vera, damit ihr euch auf eurem Homescreen wie zu Hause fühlen könnt. Wenn man wie ich sein Smartphone immer bei sich trägt, will man natürlich auch irgendwann sich so ein bisschen verbunden damit fühlen und es zu seinem ganz eigenen Gerät machen. Smartphones mit dem Betriebssystem Android sind im Vergleich zu iPhones ganz besonders für ihre Individualisierbarkeit bekannt. Man kann sich aber auch bei der ganzen Auswahl schnell mal in den vielen Apps, Icon-Packs und auch Launchern verlieren. Deshalb schauen wir uns das heute mal gemeinsam an. Und zwar auf diesem Pixel 6. Ihr könnt aber alles, was ich heute hier auf diesem Smartphone mache, auch auf jedem anderen Android-Smartphone machen. Und mein Ziel für heute ist, dieser ganzen Oberfläche hier einen minimalistischen Look zu geben. Dass man mit Widgets und anderen Hintergründen den Homescreen etwas mehr auf sich zuschneiden kann, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Aber wie gesagt, es soll ja heute alles etwas schlichter gehalten werden. Hier ist jetzt noch gar nichts eingestellt, außer dass ich hier komplett alles auf den Dark Mode umgestellt habe. Lasst gerne mal ein Like da, wenn ihr das auch als erstes macht. Ganz klassisch fangen wir erstmal mit einem neuen Hintergrundbild an. Bis auf das Aussuchen ist das natürlich erstmal gar kein Problem und ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet und mich für dieses etwas dunklere Design entschieden. Genau, das soll mein Startbildschirm werden. So sieht das Ganze jetzt aus. Leider passen die Icons jetzt nicht wirklich dazu. Die sind etwas zu bunt für dieses minimalistische Hintergrundbild und das ist jetzt das nächste, was wir ändern. Ladet euch dafür am besten ein sogenanntes Icon Pack im Play Store herunter. Sucht einfach mal danach. Euch werden mega viele dazu vorgeschlagen, je nachdem, was zu euch und eurem Stil passt. Ich persönlich habe mich jetzt hier für das Wycons White Icon Pack entschieden. Damit werden die Icons eben so ein bisschen schlichter, minimalistischer, weiß. Also all das, was zu unserem Schema hier passt. Wer jetzt dachte, naja, wir haben jetzt das Icon Pack runtergeladen, da können wir bestimmt jetzt auch alle Icons auf dem Smartphone ändern, weit gefehlt. Das geht nicht bei jedem Smartphone. Dafür brauchen wir jetzt nämlich noch einen Launcher. Was ist denn überhaupt ein Launcher? Ein Launcher ist eine praktische kleine App, mit der ihr euren Homescreen und bestimmte andere Apps noch ein bisschen stärker anpassen könnt, je nachdem, wie ihr das möchtet. Jedes Smartphone hat schon einen Launcher vorinstalliert. Hier auf dem Handy ist es zum Beispiel der Pixel Launcher. Alles, was wir machen müssen, ist einen neuen Launcher aus dem Play Store runterzuladen und diesen dann statt den bereits vorinstallierten zu nutzen. Dafür gehen wir jetzt wieder in den Google Play Store und suchen mal nach Launcher. Und schauen mal, was uns da angezeigt wird. Eine ganze Menge. Also hier könnt ihr euch auch lustig austoben, je nachdem, was zu euch und eurem Stil passt. Und ich würde sagen, wir probieren hier einmal den Minimalist Phone Launcher aus. Das klingt doch, als ob das zu unserem Vorhaben passen würde. Den Launcher öffnen wir wie eine ganz normale App und er passt quasi unser komplettes Aussehen des Smartphones an. Dafür müssen wir ihn quasi als Standard-Launcher einstellen und das macht ihr entweder in den Einstellungen oder auch direkt über die App, denn da gibt es einen Button dafür und da wählen wir dann den Minimalist Phone Launcher aus. Es sieht nämlich wirklich einfach, wie der Name schon sagt, sehr, sehr minimalistisch aus. Also wirklich sehr, sehr minimalistisch. Das ist selbst mir ein bisschen zu reduziert alles. Das heißt, wir suchen uns jetzt einen anderen Launcher aus. Ihr könnt das alles natürlich wieder umstellen, indem ihr einfach in die Einstellungen navigiert, dann hier auf Apps geht, Standard-Apps und dann eben hier die Start-App auswählt. Und da wählen wir jetzt mal den Nova Launcher aus. Der ist sehr vielseitig und komplett kostenlos. Da ich den Nova Launcher jetzt das erste Mal öffne, kommen hier auch als erstes die Grundeinstellungen, die man so treffen kann. Und da würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall mit einem dunklen Design. Das ist ja das, was wir angepeilt haben. Und wir können hier auch die Symbole einstellen, je nachdem, wie groß die sein sollen oder auch welche Form die haben sollen. Eine Blume, finde ich jetzt nicht so schön. Machen wir mal das. Und dann können wir auch noch hier eine Suchleiste festlegen, was da alles auftauchen soll, zum Beispiel DuckDuckGo oder auch Google. Und auch eine Startbildschirm-Suchleiste. Die können wir auch konfigurieren, ob da eben das Wetter angezeigt werden soll oder auch das Datum. Und wenn das alles so passt, dann drücken wir hier unten auf Go.
Jetzt haben wir zwar den Nova Launcher aktiviert, aber das Problem mit den Icons haben wir immer noch nicht gelöst. Das machen wir jetzt hier nämlich in den Einstellungen des Nova Launchers. Dafür gehen wir hier auf Erscheinungsbild, dann auf der Symbolstil der Icons und dann auf Symbolthema und dann wird uns dieses Icon Pack, was wir runtergeladen haben, auch schon vorgeschlagen. So sieht das dann aus und dann können wir eben noch beliebige Einstellungen treffen. Wir können das jetzt hier wieder in rund oder auch in viereckig erscheinen lassen. Wir können einstellen, ob es einen Schatten werfen soll oder eben nicht. Und am Ende sieht es dann vielleicht so aus. Das war es natürlich noch nicht, was wir mit dem Nova Launcher alles machen können. Es geht noch viel, viel mehr. Und dazu gehen wir einmal in die Einstellungen und gucken uns jetzt mal ein paar Sachen an, die man hier auch noch festlegen kann. Zum Beispiel können wir hier das Raster festlegen, also in welchen, wie viele Icons man quasi auf dem Bildschirm verteilen kann. Ich mache das jetzt mal hier ganz blöd, ganz groß. So, 6 Icons hätte ich gern auf meinem Screen. Ja, wow. So sieht das dann aus. Es sind jetzt leider nur 4 geworden, aber die sind jetzt halt auf 3 Seiten verteilt. Oh je, das ändern wir ganz schnell mal wieder. Das sieht nicht so gut aus. Wir können natürlich auch ganz, ganz klein machen. So, wir machen mal 12 mal 12. Jetzt ist es bestimmt, oh ja, ganz, ganz winzig. Dann können wir natürlich die Symbolgröße, also die Icongröße auch noch einstellen, damit das hier passt und auch die Schriftart und auch die Schriftgröße und wo die natürlich auftauchen soll, ob die Icons Schatten werfen sollen und so weiter und so fort. Wir können auch hier die Füllung am Rand, also dass wir den Rand einmal verkleinern, ähnlich wie man das bei einer Word-Seite kennt zum Beispiel. Und dann können wir natürlich die Icons hier auch noch alle so ein bisschen anordnen. So, dass sie nicht alle so auf einem Haufen sind. Die Schrift sieht man übrigens auch gar nicht. Ich glaube, wir müssen sie mal ein bisschen kleiner machen. Oder die Icons ein bisschen größer. Je nachdem. So, ich habe die jetzt mal wild hier auf dem Homescreen verteilt. Die Hintergrundtransparenz können wir natürlich auch einstellen. Wir können die Ordneransicht einstellen, also ob das irgendwie, ob uns der Ordner als Raster angezeigt werden soll oder als Stapel oder Fächer oder Linie. Das probieren wir jetzt auch mal aus. Radial, das ist ja schön. Na Mensch, das nehmen wir mal. Und an sich lässt sich hier alles einstellen, wovon ihr nur träumen könnt. Also jedes bisschen könnt ihr hier im Nova Launcher einstellen. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich habe euch jetzt ein paar Einstellungen hier im Nova Launcher gezeigt, aber jetzt genug der Spielerei. Ich stelle mir jetzt mal mein Smartphone hier so ein, wie ich es für perfekt halte. Ja. Das ist jetzt mein finales Design. So gefällt es mir am besten. Zum Vergleich können wir uns hier nochmal den Standard-Launcher, also den Pixel-Launcher, anschauen. Dazu gehen wir natürlich wieder in die Einstellungen und stellen das hier in der Standard-Apps einfach um. So. Ja. Also meiner gefällt mir dann doch irgendwie besser. So, und jetzt würde ich gerne wissen, was auf eurem Wallpaper gerade zu sehen ist. Schreibt uns das auch gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr nach Apps sucht, die euer Android-Handy noch besser machen, dann solltet ihr auf jeden Fall das Video im Abspann schauen. Vergesst auch ein Abo nicht und wir sehen uns im nächsten Video wieder.